Die Zahlungsbilanz eines Landes zeigt alle wirtschaftlichen Transaktionen zwischen dem In- und dem Ausland und ist ein Gradmesser für dessen wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Dabei unterscheiden wir zwischen zwei großen Bereichen. Die Leistungsbilanz zeigt uns, ob wir im Austausch von Gütern und Dienstleistungen, wie unter anderem dem Tourismus, mehr exportieren als importieren. Die Kapitalbilanz zeigt uns, ob wir als Gesamtstaat vermehrt Schulden gegenüber dem Ausland aufgebaut haben oder ob das Ausland vermehrt Schulden gegenüber Österreich aufgebaut hat. Die Summe aus Leistungsbilanz und Kapitalbilanz ergibt die Zahlungsbilanz. Österreichs Volkswirtschaft erzielte 2017 im Umfeld einer stark beschleunigten Außenhandelsdynamik neuerlich einen stabilen Leistungsbilanzüberschuss in Höhe von 7 Milliarden Euro. 2016 lag das Plus mit 7,5 Milliarden Euro auf ähnlichem Niveau. Maßgeblich dafür war ein Überschuss von 8,8 Milliarden Euro im Reiseverkehr. Österreichs Exporte von Gütern und Dienstleistungen beschleunigte sich im Umfeld des globalen Wirtschaftsaufschwungs deutlich auf ein neues Rekordniveau. Die Importe beschleunigten sich aber noch deutlicher als die Exporte, woraus ein Handelsbilanzdefizit im Ausmaß von 1,2 Milliarden Euro resultierte. Im langfristigen Rückblick war Österreichs Außenwirtschaft niemals erfolgreicher als in der gegenwärtigen Hochphase. Wesentliche Vorbedingungen für diesen Erfolg war die wirtschaftliche Öffnung Österreichs, die vor allem durch den EU-Beitritt, die Einführung des Euro sowie eine frühzeitige Expansion nach Osteuropa geprägt war. Seit Mitte der 1990er Jahre wuchsen Export- und Importquoten jeweils von 33% auf 50% des BIP. Große Belastungen brachten die beiden Erdölkrisen in den 70er Jahren mit sich. Angesichts massiv verteuerter Energieimporte zeigte die Leistungsbilanz in dieser Dekade durchgängig Defizite, die ihren Höhepunkt 1977 mit minus 5,8% des BIP erreichten. Die jüngste Defizitphase Anfang der 1990er Jahre war durch einen Konjunkturabschwung, sinkende Reiseverkehrseinnahmen sowie Währungsturbulenzen geprägt. Beginnend mit dem EU-Beitritt 1995 wurde aber sukzessive die Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Wirtschaft verbessert. Sie mündete in einem nun seit 17 Jahren dauerhaften Leistungsbilanzüberschuss.